So, herzlich willkommen bei Der Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Und ich spreche so schwer, weil wir im Bruchtal sind und jetzt mit Elben reden werden. Ach so. Die ist aber nicht schwul. Nee, das ist ja eine Frau. Ja. Ja, Bananasaus hier. Wie immer. Und wer sitzt neben dir? Hä? Der Overrock. Ja. Wer hätte es gedacht? Und die Bananasau hat es geschafft, Kekse zu backen, stimmt. Was sie vorhatte. Ja, und ich habe gerade Magenkrämpfe von den Keksen. Die liegen ja auch ein bisschen wie Steine im Magen. Oh, echt jetzt? Oh mein Gott. Aua. Jetzt mach meine Kekse nicht schlecht, du magst sie. Ich spreche jetzt erstmal mit Bilbo, ja? Hallo, immer schön einen Zwerg kennenzulernen und einen vom einsamen Berg, wenn ich mich nicht irre. Gewiss, ich bin Farin vom Irrbuch und wir haben uns schon mal getroffen, Bilbo Beutel. Was? Haben wir das? Ich fürchte, ich erinnere mich nicht. Du musst mir verzeihen. Ich bin in letzter Zeit etwas vergesslich geworden. Und alt. Wir haben uns bei Ihrem letzten Ausflug zum Irrbuch kennengelernt. Ich schätze, das muss jetzt fast 20 Jahre her sein. Und davor hatte ich die Ehre, in der Schlacht der fünf Heere an eurer Seite zu kämpfen. Das war meine erste richtige Schlachterfahrung. Ich war damals kaum älter als ein Junge, aber es war ein glorreicher Tag. Oh ja, die Schlacht der fünf Heere ist eine schlimme Zeit gewesen. Ich persönlich bin froh, dass diese Tage hinter uns liegen, aber andererseits ist dem womöglich nicht so. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass dunkle Zeiten vor uns liegen. Da wir gerade davon sprechen, ich habe gehört, dass du und deine Freunde eine Menge getan habt, um einem Frodo und dem Dunadan zu helfen, Bruchtal wohlbehalten zu erreichen. Du musst mir irgendwann alles darüber erzählen, damit ich es richtig niederschreiben kann. Du bist ein Held nehmen, oder? Ja, aber die beiden haben gerade gespoilert ein bisschen. Oder dich gespoilert. Ihr müsst wissen, Bananasau liest gerade oder hört sich gerade den Hobbit an als Hörbuch. Und von der Schlacht, von der die gerade geredet haben. Ach so, die kommt noch. Da bist du noch nicht, genau. Aber trotzdem würde ich sagen, er ist ein Held, weil er hat ja immer die Zwerge da beschützt die ganze Zeit. Genau, genau. Es ist eine Ehre, mit euch zu sprechen, mein Herr. Euer Name wird von meinem Volk wegen ihrer Heldentaten hochgeschätzt. Alles stark übertrieben, das versichere ich dir. Es gab natürlich mal den Vorfall, dass ich dem Drachen Smaug gegenüberstand. Und ich habe Thorin Eichenschild und seine Gefährten vor den Spinnen des Düsterwalds gerettet und sie ebenfalls aus den Hallen des Elbenkönigs befreit. Ach, das waren tolle Zeiten. Ohne eure Hilfe hätten wir den einsamen Berg mit Sicherheit nicht zurückgewonnen. Darum bin ich, als ich hörte, dass ihr Heimatland in Gefahr seid, eigentlich nach Westen aufgebrochen, um es mit zu verteidigen. Die meisten meiner Sippe haben keine Ahnung von den Opfern, die andere für ihre Sicherheit gebracht haben. Aber die, die davon wissen, sind dankbar. Dankbarer, als ich es sagen kann. Ich habe alles darüber aufgeschrieben, also werden sie es vielleicht irgendwann bald erfahren. Ja, geil. Bananasau ist vorbei, Bananasau. Hat sich erstmal gerade die Ohren zugehalten. Weil sie nicht gespoilert werden wollte, nicht noch weiter. Oh, das ist schön, mit ihm zu reden, oder? Nein! Aber ich glaube, wir gehen jetzt mal. Haben Zwergenkinder eigentlich auch schon Bärte? Das ist eine gute Frage. Vielleicht weiß das Rainer Stefan. Das würde mich echt mal interessieren. Bitte antworte uns. Ja, wenn Frauen schon Bart haben, ne? Hier, ich spreche mal mit Gimlis Vater. Okay. Farin, mein Junge, bei meinem Bart ist das schön, dich wiederzusehen. Als du Erebor verlassen hast, um im Auenland Wache zu halten, haben Gimli und ich befürchtet, dass wir dich zum letzten Mal gesehen haben. Jetzt höre ich, dass du mit den Waldläufern in der Schlacht gegen die Nazgul an der Sarnfurt gekämpft und einen Stammesführer der Orks in Fornos besiegt hast. Gut gemacht! Herzog. Dir gebührt die Ehre nicht allein. Ich hatte Andriel, eine Elbin aus Bruchtal und den Waldläufer Eradan an meiner Seite. Erinnert mich an die gute alte Zeit, als Zwerge, Elben und Menschen in der Schlacht der fünf Heere zusammengekämpft haben. Soll ich hier noch weiterreden? Ja, bisschen noch, ne? Es erfreut mein Herz, dich zu sehen. Doch muss es Schlimmes gewesen sein, das dich ganz bis hierher geführt hat. Alles ist soweit in Ordnung am Berg. Keine Bange. Der Diener des Feindes droht zwar, aber wir werden nicht aufgeben. Gimli ist hier irgendwo und kann dir Näheres sagen. Wir sind auf König Deins Geheiß hierher gekommen.
Da der Feind nach Neuigkeiten von Bilbo trachtet, fand Dain, wir sollten Elrond um Rat ersuchen. Ich hätte nie gedacht, was ich erfahren würde, als wir hier ankamen. Aber es wäre vielleicht klug, nicht noch mehr zu sagen. Gandalf erzählte uns von Frodos Bürde. Kein Wunder, dass Saurons Boten bei ihrer Suche nach Neuigkeiten über Hobbits zu uns kamen. Ach, dass wir in solchen Zeiten leben müssen. Nun, Frodo weiß, was er zu tun hat. Wenn ich jünger wäre, würde ich mit ihm gehen. Aber wir müssen alle dort dienen, wo wir am meisten gebraucht werden. So wie auch du, mit Freunden, denen du vertrauen kannst. Ey, wo werde ich gebraucht? Das wissen wir doch schon. Stimmt. Ich mache mich besser auf den Weg. Lebt fürs erste Wohl, Verwandter. Was stand da gerade als letztes? Verwandter. Ach so. Zwerge, weißt du? Die sind doch alle irgendwie... Ja, klar. Ich habe das aber nicht akustisch nicht das verstanden. Das ist Gimli. Und nicht richtig gelesen. Wer ist da noch? Achso. Das ist unser Tippi. Ja. Erada. Gimli, Sohn von Glóin. Was für ein frohes Zusammentreffen. Aber was führt dich nach Bruchtal? Was ist Gutes oder Böses geschehen, seit ich den Nacht verlassen habe? Ja, und es ist gut, dich wiederzusehen. Ich habe von deinen Heldentaten an der Sarnfurt und in Fornost gehört. Sie singen dort Loblieder über dich. Nachdem du fortgingst, um beim Schutz des Auenlandes zu helfen, kehrte der üble Bote aus Mordor wieder einmal mit noch mehr Drohungen zurück. Und König Dain meinte, es sei das Beste, Elrond um Rat zu bitten. Er wählte Glóin aus, um mit ihm zu sprechen. Als mein Vater aufbrach, weigerte ich mich, zurückzubleiben. Wie damals, als er mit auf Thorins Reise ging. Du warst bei der Schlacht der fünf Armeen dabei, während ich am Kamin meine Fersen ausstreckte. Diesmal nicht. Ich gehe mit dem Hobbit, Frodo und seinen neun Erwählten. Selbst wenn einer von ihnen ein Waldelb sein muss. Er hat ja nicht ganz so viel gespoilert. Die Ehe der Zwerge zu vertreten. Wann brecht ihr auf in Richtung Süden? Wir werden nicht aufbrechen, bevor Elronds Späher zurückkehren. Sie sind in alle Himmelsrichtungen gezogen, um die Nazgûl zu suchen, falls welche von ihnen die Flutwelle im Fluss überlebt haben. Aber sie halten auch nach anderen Gefahren die Augen offen. Ich habe mich für eine solche Mission freiwillig gemeldet. Meine Freunde und ich sollen die Ettenöden nach Anzeichen dafür absuchen, was dieser Agan da planen könnte. Gut, gut. Ich mag seinen Klang nicht. Er erinnert mich zu sehr an den schwarzen Reiter, den sie an meine Tür geschickt haben, um Informationen über Bilbo zu verlangen. Nun ja, zögert nicht. Je schneller die Späher zurückkehren, desto schneller kann sich meine Gruppe auf den Weg machen. Der Weg nach Mordor ist lang und hart. Aber ich werde meinen Schwur erfüllen, auch wenn sich mir alle Orks von Mittelerde in den Weg stellen. Dennoch, ich würde mich lieber nur um den Süden sorgen müssen, als auch noch um den Norden. Lebewohl. Lebewohl, Stammesbruder. Mögen wir beide am Ende unserer Wege den Sieg finden. Ja, er sorgt sich halt um den Norden, weil da Agador ist. So, ich finde Agador finde ich eigentlich besser. Wenn man das so ein bisschen härter spricht. Dann mach du das, wenn ich das nächste Mal vorhabe zu sagen. Dann sagst du einfach den Namen. Genau. Ich finde schade, dass Bilbo nicht seine Originalstimme hat, oder? Gimli meine ich. Gimli. Bilbo. Aber war nicht schlecht. War zwergisch. Ja, stimmt. Frodo, mal gucken. Jetzt kommt's. Ich glaube, ich kriege einen Lachflash, wenn er spricht. Okay. Hallo. Du bist Farin, nicht wahr? Ich habe auf eine Gelegenheit, mit dir zu reden gehofft. Aber es geht, ne? Ja. Die ist der? Ähnlich? Ja. Aragorn und Gandalf haben mir alles von dir und der Bürde, die du trägst, erzählt. Und mir hat man alles über dich erzählt. Ich wollte dir und deinen Freunden danken, dass ihr geholfen habt, uns auf unserer Reise nach Bruchtal zu beschützen. Nicht ganz. Ja, vielleicht ist der gleiche Sprecher, nur nicht mit der gleichen Betonung. Ach, das meinst du? Das könnte sein. Ach, nichts zu danken, Junge. Freut uns, dass wir dir behilflich sein konnten. Besonders nachdem wir erfahren haben, wie wichtig dein Auftrag wirklich war. Es scheint, als schulde ich euch allen Dank. Dir, Aragorn, Elrond. Ohne die Hilfe eines jeden von euch wäre ich jetzt nicht hier. Wir sollten dir danken. Es hat viel Mut erfordert, alles zu überwinden, was zwischen hier und dem Auenland lag. Danke, dass du das sagst, aber ich fühle mich nicht tapfer. Ich habe nur viel Glück gehabt. Verkauf dich nicht unter Wert, Junge. Wie ich höre, hast du dich entschieden, den Ring nach Mordor zu bringen. Viel mutiger kann man nicht sein. Ich werde versuchen, mir das zu merken. Ich hoffe nur, dass ich den großen Erwartungen gerecht werden kann. Ich schätze mal, das wirst du und noch mehr obendrein. Jetzt ruh dich lieber aus, solange du kannst. Du hast noch einen langen Weg vor dir. Ja, cool. Gut. Wollen wir mal schauen, ob wir noch jemanden? Ja, ich hoffe, ich finde hier noch einen Händler oder so. Mach mal da.
Ach. Cool, ich bin Freund des Ringträgers. Oh, jetzt hier die Schwulen. Ach, das sind die Söhne. Die Sonne scheint und alles ist ruhig und friedlich hier in Imladris. Weit entfernt vom Blut und Staube Fornosts, nicht wahr? Du und deine Gefährten habt euch dort sehr gut geschlagen. Es hätte in der Tat übel für uns ausgehen können, wenn du nicht gewesen wärst. Ja, du hast etwas Ruhe verdient, fährt. Um dich von den Mühen der Schlacht und der anstrengenden Reise zu erholen. Und ich glaube, du wirst keinen besseren Ort zur Wiederherstellung von Körper und Geist finden als diesen hier, unsere Heimat. Ich brauche vielleicht noch ein paar Dinge, bevor ich mich auf den Weg machen kann. Kann mir hier irgendjemand dabei helfen? Wenn du Proviant oder andere Vorräte benötigst, solltest du mit Elauri sprechen. Das ist eine Frau. Und falls deine Waffen und Rüstung der Pflege bedürfen, suche an mir auf. Sie müssten beide ganz in der Nähe zu finden sein. Lebt wohl und möge das Glück mit euch sein. Ja, cool. Wurde deine Frage beantwortet. Dann suche ich mal jetzt ganz schnell die Leute. Elandir. Hm, ich gehe erstmal hoch. Wow, Treppen. Da ist doch hier Dings. Elrond. Haben wir nicht schon mit ihm gesprochen? Wir haben schon mit ihm gesprochen. Ja, ne? Müssen wir nicht nochmal, oder? Nö. Ach ja, hier haben wir noch. Das Schwert. Isildurs Fluch. mir muss das einfallen, wie es heißt. Mir fällt es nicht ein. Ich spreche mit Aragorn. Ah, Farin, ich bin froh, dass du hier bist. Ich glaube, ich muss dich um Entschuldigung bitten. Ja. Als ich hörte, dass ein Zwerg an der Grenze des Auenlands aufgetaucht ist, der sich den Dúnedain anschließen wollte, war ich misstrauisch. Ich beauftragte Halberrat, dich gut im Auge zu behalten, in der Befürchtung, du wärst ein Spion. Natürlich hat er dir schnell vertraut und nach allem, was du getan hast, tue ich das auch. Es tut mir leid, an dir gezweifelt zu haben, mein Freund. Entschuldigung angenommen. Es scheint, als würde uns Zwergen häufig misstraut. Das dürfte kaum berechtigt sein, aber andererseits habt ihr Waldläufer offensichtlich guten Grund, Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. Vielleicht, aber wir sollten auch nicht vergessen, dass es noch andere gibt, die zu dienen bereit sind. Ich bin froh, dass du dich dazu entschieden hast. Die Ettenöden, oder? Mhm. Man hört, dass du viel herumgekommen bist. Gibt es etwas, das du mir von diesen Ettenöden erzählen kannst? Nur, dass es ein gefährlicher und gnadenloser Ort ist. Mein eigener Großvater Arador wurde in den Ettenöden von Trollen erschlagen. Geil. Es ist von großer Bedeutung, dass wir erfahren, ob der Feind im Ödland aktiv ist. Aber wir schicken euch nicht leichten Herzens hin. Seid auf eurem Weg stets wachsam. Okay. Ich mache mich lieber auf den Weg. Nett. So, wie Zwerge halt so sind. Jetzt spreche ich nicht mit Gandalf, oder? Nee. Haben wir auch schon gesprochen, oder? Da unten ist die Schmiede. Ja, genau. Brauchst du irgendwas heile? Vielleicht. Ich guck mal kurz. Selbst in fremder Umgebung kannst du darauf vertrauen, dass ein Zwerg den Weg zu einer Schmiede findet. Sei willkommen in meiner Schmiede, Farin vom Erebor. Was? Was hat er denn für Gegenstände? Ich habe ein paar Dinge auf meinen Reisen gefunden, die dich vielleicht interessieren könnten. Anidor. Ah, das sind Arbeiten aus Westernis, der untergegangenen Insel Numenor. Die Männer, die diese Teile geschmiedet haben, waren in der Tat sehr geschickt. Du hast alles für eine einzigartige Waffe hier. Geil. Obwohl diese Bruchstücke nie Teil eines einzigen Schwertes waren, hast du, glaube ich, alles zusammenbekommen, was ich brauche, um eins daraus zu schmieden. Die fertige Waffe dürfte zweifellos einige Elbenkräfte in sich tragen. Was meinst du damit? Nur, dass sich bei einer solchen Arbeit im fertigen Produkt höchstwahrscheinlich die Wesensart des jeweiligen Schmiedes widerspiegeln wird. Würde zum Beispiel ein Zwergenschmied diese Waffe fertigstellen, dürfte sie vermutlich ganz andere Kräfte besitzen als die Waffe, die ich erschaffe. So. Cool, mache ich jetzt. Als Elben. Ja. Könnte es ja auch ein normalen Schmied, vielleicht hat er dann andere Kräfte. Nee, Elben hat sich gut an. Ich würde gern sehen, wozu ein Elbschmied in der Lage ist. Also nur zu, wenn du Lust hast. Sehr schön, ich werde sofort anfangen. Hier, es ist fertig. Wow. Möge es dir gut er hat sich nicht mal umgedreht. Was muss ich eigentlich reparieren? Den Helm. Ach, eine Armbrust. Ach so, die brauche ich nicht reparieren. Ich habe hier bessere. Ah, aber den Helm hattest du. Ja? Nee, der du trägst Helm. Den anderen. Aber der hier ist besser, ne? Ja. So. Deutlich besser. Und hier? War was hier? Nee, die Armbrust. Hier ist noch ein bisschen so. Kaputt. Willst das du? Kostet mich.
kostet mich denn das? Wo steht? Ach, da oben. 399. Yes. Die Armbrust brauche ich jetzt. Aber ich denke, dass ich sehr viel reparieren muss. Also, für meine Reise in die Ettenöden. Ah, guck mal hier. Was denn? Ich habe eine Mission erfüllt? Ja, ich habe hier was bekommen auf jeden Fall. Das hier. Guck mal, da kann man sich eins aussuchen. Achso, ein Stab oder ein Schwert? Ja, ich würde mal sagen... Ein Schwert bringt dir mehr, ne? Ja, Einhandschwert. Boah. Ja, Wille wieder, ne? Aber auch 50 Kraft. Ja, hallo, plus 3 Wille ist auch nicht schlecht. Reduziert ab nun zu 300%. Oh, ja, nimm mal wieder sowas. Und 16 Feuerschaden auch noch, ne? Cool. Das ist richtig gut, ey. 110, aber nur Haltbarkeit. Egal. So. Jetzt habe ich hier ein Schwert. Einhand oder Zweihand? Einhand sogar. Cool. Hier, das... Ey, das ist ja richtig gut, oder? Ja, dann kannst du ja jetzt tauschen. Ja, wie viel Haltbarkeit hat das? Guck mal, das hat nur 60 gehabt, mein altes. Ach so. Das hat 110. Süß. Schön. Das haben wir schon kurz ausgeraten. Ja. Ja, aber super. Sieht gut aus, ey. Cool. Freue ich mich echt drüber. Yeah. Cat Money. Oh, da ist Legolas. Mit dem möchte ich auch noch sprechen. Mit dem Elb. Elb. Zwerg und Elb. Du siehst nicht aus wie ein Elb aus dem Bruchtal. Ich würde wetten, du bist einer der Waldelben aus dem Düsterwald. Du hast recht. Ich bin Legolas, Sohn von Tranduil, König des Waldlandreichs. Und ich nehme an, du bist ein Zwerg vom einsamen Berg. Das ist richtig. Ich bin Farin vom Irenburg. Seltsam, hier einen Waldelben zu treffen, wenn ich sie in der Heimat so selten sehe. Es ist wahr. Unsere Reiche liegen nicht weit voneinander. Und doch haben wir selten mit deinem Volk zu tun. Das ist bedauerlich, würde ich sagen, oder? Ja, sonst ärgere ich mich wieder mit ihm. Umso bedauernswerter. Es würde mich glücklich machen, wenn noch stärkere Freundschaft unsere beiden Königreiche verbinden würde. Was du sagst, hört man nicht oft. Aber ich stimme dir zu. In diesen schwierigen Zeiten dürfte das der richtige Weg sein. Was führt dich auf eine so lange und gefährliche Reise? Unerfreuliche Aufgaben. Mein Vater sendet mich, um die Flucht von Gollum zu melden. Eine Kreatur, deren Bewachung Aragorn uns anvertraut hat. Dadurch haben die das erfahren. Stimmt. Okay, Gollum. Was kannst du mir über diesen Gollum erzählen? Eine mitleiderregende Kreatur, die lange im Besitz des Rings der Macht war. Die böse Macht des Rings hat seine Seele zerfressen. Sein ganzes Streben zielt nur darauf, das wieder zu erlangen, was ihm genommen wurde. Das ist auch interessant. Wie konnte Gollum fliehen? Ich dachte, ihr Waldelben seid so gut darin, Gefangene zu bewachen, und doch habt ihr diesen entkommen lassen. Nicht durch mangelnde Achtsamkeit, aber vielleicht aufgrund zu großer Güte. Wir erlaubten ihm gelegentlich unter strenger Bewachung im Wald umherzulaufen. Hm. Aber bei einem dieser Ausflüge wurden die Wachen von Orks aus Dol Guldur angegriffen. In den Tumult konnte Gollum dann entkommen. Wir folgten seinen Spuren über viele Meilen südwärts, bis wir in die Nähe Dol Guldurs kamen. Da wurde es zu gefährlich, ihn weiter zu verfolgen. Okay. Dol Guldur, ein Name, der mein Volk mit Schrecken erfüllt. Was weißt du? Eine Festung des Feindes im Süden des Düsterwalds. Der dunkle Herrscher lebte dort, bis er im Jahr, als der Drachen fiel, von dort vertrieben wurde. Aber es ist wieder zu einem Ort des Bösen geworden. Alle Dunkelheit des Düsterwalds hat ihren Ursprung in Dol Guldur. Okay, das reicht mir erstmal. Und wir wurden wieder gespoilert, ne? Du wieder. Ich glaube, ich sollte schnell lesen. Ja. So. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Der Timer hat schon gedödelt. Hoffentlich sind die Steine dann schon... Die Kekssteine, meinst du? Genau. Verdaut? Verdaut. Ich merke das schon, die werden alle verdaut. Ah, okay. Auf Wiedersehen. Wollte gar nicht wissen, ne? Tschüss. One step at a time, don't believe.